Was heißt eigentlich Kilowattstunde? Wie sollte ich ein Elektroauto eigentlich fahren? Und wieso spielt die Klimaanlage so eine wichtige Rolle? Ja, hallo und servus. Wie ihr vielleicht sehen könnt, sitze ich hier nicht in einer normalen V-Klasse, sondern wenn ich jetzt beschleunige, hört man kein Dieselbrummen. Und zwar sitze ich hier im vollelektrischen EQV von Mercedes-Benz und zeige euch heute meine Top 5 Dinge, die ihr über Elektroautos wissen solltet. Was sind nun die Unterschiede von einem normalen Verbrenner zu einem Elektroantrieb? Ja, man kann natürlich sagen, ja, der hat halt einfach einen Elektromotor und einen Akku statt dem Verbrennermotor und einen Tank. Ganz so ist es nicht. Und zwar, wenn man hier unter die Motorhaube schaut, sieht man erstmal viele orangene Kabel, das sind die Hochvoltleitungen. Der Elektromotor sitzt ganz tief unten und die Batterie im Boden des Fahrzeugs. Zusätzlich hat man aber auch folgende Dinge. Einerseits die Schutzeinheit, also sozusagen der Schalter des Fahrzeugs, der sitzt hier ganz oben. Diese schaltet sozusagen die Zuleitungen, also die Hochvoltleitungen zu den weiterfolgenden Bauteilen und kann sozusagen ja, aufmachen oder halt durchschalten. Ein ganz wichtiges Bauteil bei allen Elektrofahrzeugen ist der sogenannte Inverter. Dieser sitzt bei dem Fahrzeug direkt am Motor, also ganz unten. Und weil ja die Batterie Gleichstrom liefert und der Motor aber Wechselstrom braucht, richtet dieser Inverter sozusagen diesen Gleich in Wechselstrom. Am Motor direkt angeschlossen ist auch das Reduktionsgetriebe. Da wird natürlich kein konventionelles Automatik- oder Schaltgetriebe verwendet, sondern eben ein Getriebe mit fixer Übersetzung, das heißt sozusagen ein Gang. Einen Rückwärtsgang braucht er ja nicht, weil der Elektromotor in beide Richtungen sich bewegen kann. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, ich habe hier keinen Riementrieb oder keine Abwärme wie bei meinem normalen Verbrenner. Das heißt, Servo- und Klimaantrieb habe ich hier rein elektrisch. Klimatisieren und Heizen spielt beim Elektroantrieb eine ganz große Rolle. Und wie das Mercedes hier im EQV gelöst hat, darauf komme ich noch später zurück. Unterwegs bin ich mit avantgardistischem Exempel der Elektromobilität, dem vollelektrischen Premium-Van EQV von Mercedes-Benz. Ein paar Eckdaten, 150 Kilowatt Spitzenleistung, 90 Kilowattstunden nutzbare Akkukapazität. Daraus resultieren 350 Kilometer Reichweite nach WLTP, was schon recht erstaunlich ist für diese Fahrzeugkategorie. 2,6 Tonnen Leergewicht, die normale Diesel-V-Klasse hat ungefähr 2,3. Und ich kann von 10 bis 80% schnell laden mit 110 kW und in 45 Minuten komme ich sozusagen von 10 auf 80%. Was für mich hier ausschlaggebend ist, ist, dass durch die Größe auch ein größerer Akku eingebaut werden kann. Ja, jetzt kann man sagen, größerer Akku, mehr Gewicht, ist klar, alles hat Vor- und Nachteile, aber dadurch erreiche ich einfach eine höhere Reichweite und ich muss insgesamt weniger oft laden, also ich habe weniger Ladezyklen und kann dadurch den Akku sozusagen auch etwas schonen. Und V-Klasse typisch habe ich hier einfach ein extrem zweckorientiertes Fahrzeug in der Konfiguration 7+1 Sitze. Man kann da einfach vieles umstellen, also andere Sitze reingeben, hinten komplett frei machen. Und es ist eben mehr als nur ein Nutzfahrzeug mit extra Sitzen. Man hat hier einfach ja, spezielle Materialien, die Haptik ist anders, das Ambiente und auch die Ausstattung ist ja, einfach im Premium-Segment angesiedelt. Und dadurch ist die V-Klasse für mich einfach mehr als nur ein einfaches Nutzfahrzeug. Also wir haben hier 150 Kilowatt Spitzenleistung, also 150.000 Watt. 1 kW sind ungefähr 1,36 PS, also 204 PS Spitzenleistung, wie gesagt. Die Dauerleistung müsste aber auch immer angegeben sein. In dem Fall sind 70 Kilowatt 95 PS. Diese Spitzenleistung ist ja eigentlich für einen Sprint gedacht oder für einen Überholvorgang. Ja, natürlich muss man auch immer den Antriebsstrang im Auge behalten. Das heißt, zur Schonung dieses Antriebsstrangs wird natürlich die Dauerleistung angegeben. Aber man muss auch fairer halber vergleichen. Beim Verbrenner gibt es ja auch den Begriff Vollgasfest. Das heißt, die seltensten Motoren können auch wirklich über längere Zeit, also Verbrennungsmotoren, die maximale Leistung bei sehr hoher Drehzahl abgeben. Ja, da muss man auch einfach thermisch die Belastung beachten, besonders Öltemperatur. Deswegen immer fair vergleichen.
Ich habe ja vorhin erwähnt, es gibt 90 Kilowattstunden nutzbare Leistung in diesem Fahrzeug. Was heißt eigentlich Kilowattstunde? Man stellt sich einfach vor, man, zum Beispiel hat man einen Föhn, der hat 1000 Watt Aufnahmeleistung, also 1 Kilowatt, und betreibt diesen Föhn jetzt für eine Stunde. In dieser einen Stunde hat man jetzt sozusagen eine Kilowattstunde Energie verbraucht. Bei Handys oder anderen Akkus wird die Kapazität auch oft in Amperestunden angegeben. Das ist einfach eine andere Einheit, und wenn man das jetzt umrechnen würde, der Akku hat hier eine Nominalspannung von ca. 352 Volt, daraus ergeben sich dann 256 Amperestunden. Zum Vergleich, mein Handy hier hat eine Kapazität von ca. 4000 mAh, also 4 Amperestunden, natürlich bei einer ganz anderen Spannung. Also zum Vergleich 4 Amperestunden zu 256. Nach dem WLTP-Zyklus hat der EQV einen Verbrauch von ca. 28 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Also rein gedanklich, wenn man für eine Strecke von 100 Kilometer eine Stunde gebraucht hätte, hätte man jetzt durchschnittlich auf dieser Strecke eine Leistung von 28 Kilowatt gebraucht. Da man ja als Verbrennerfahrer normalerweise in Liter pro 100 Kilometer drängt, gibt es da irgendwie eine Art, wie man das vergleichen kann? Jein, also rein energietechnisch gesehen könnte man sagen, dass Benzin einen Energieinhalt von ca. 8,7 Kilowattstunden pro Liter enthält. Beim Diesel wären das ca. 9,8 Kilowattstunden pro Liter. Das heißt, diese 28 Kilowattstunden entsprechen dann ca. dem Energiegehalt von 2,9 Liter Diesel. Ja, wieso ist das eigentlich so viel geringer als ein normaler Dieselverbrauch? Wenn man sich jetzt überlegt, ein normaler Dieselmotor hat ja circa eine Effizienz von 40% und ein Elektromotor aber 80%, dann wird bei der gleichen aufgenommenen Energie, also beim Diesel der Diesel und hier der Strom, aber beim Elektromotor doppelt so viel mechanische Energie zur Fortbewegung freigegeben. Das heißt, die Energie wird einfach effizienter umgewandelt. Die Physik selber kann man trotzdem nicht überlisten. Man braucht einfach, um eine gewisse Masse in Bewegung zu setzen, eine gewisse Energie. Der springende Punkt liegt aber eben darin, wie effizient ich aufgenommene Energie umwandeln kann in meine mechanische Energie. Ein großer Punkt beim Elektroantrieb ist ein gewisses Umdenken, Nutzen des Elektrofahrzeugs. Denn beim Verbrauch spielen zwei Dinge eine große Rolle. Einerseits die Verbraucher und andererseits die Rekuperation. Da ich beim Elektromotor keinen Riemenantrieb habe, habe ich zum Beispiel den Antrieb für die Servopumpe nicht, den Klimakompressor und natürlich auch keine Abwärme vom Motor, die ich nutzen kann zum Heizen. Das heißt, fürs Klimatisieren und auch für die Servo- und Unterdruckpumpe brauche ich einfach einen elektrischen Antrieb, also eine elektrische Lösung dafür. Sollte man einfach nicht aus dem Auge lassen, dass das auch Verbraucher sind. Und was auch eine große Rolle spielt, ist die Umgebungstemperatur. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ist es richtig kalt und es schneit schon. Denn wenn die Akkutemperatur einfach niedriger wird, dann erhöhen sich auch die inneren Widerstände und dadurch auch die inneren Verluste. Das heißt, im Winter hat man generell eine geringere Reichweite als im Sommer. Wo liegt man da ungefähr? Ja, je nachdem, je nach Temperaturdifferenz können das zum Beispiel 5 oder 10% sein oder auch 20% Reichweitendifferenz, je nachdem. Was macht Mercedes in diesem Fall? Und zwar heißt das Ganze Thermomanagement. Beispiel beim Heizen. Natürlich gibt es elektrische Heizer, die jetzt zum Beispiel den Innenraum aufheizen können oder auch die Batterie. Aber der Clou dabei ist, dass zum Beispiel die Abwärme vom Akku genutzt werden kann, um zum Heizen des Innenraums zu dienen. Zusätzlich dazu gibt es eine Wärmepumpe, das heißt, es wird Kältemittel komprimiert und kann dann verwendet werden, zum Beispiel zum Kühlen, also ähnlich wie bei einer Klimaanlage oder bei einem Kühlschrank. Die Sache bei einer Wärmepumpe ist natürlich die, es gibt immer eine heiße und eine kalte Seite sozusagen und je nachdem kann es entweder zum Heizen oder Kühlen verwendet werden. Der springende Punkt dabei ist, dass das Heizen mit einer Wärmepumpe deutlich effizienter ist als mit einem normalen elektrischen Heizer, der zum Beispiel ja, durch ein PTC-Element heizt und man dadurch sozusagen auch wieder etwas an Effizienz und Reichweite gewinnt. Andererseits im Sommer kann natürlich die Wärmepumpe dazu genutzt werden, auch zu kühlen, ganz normal wie bei einer Klimaanlage. Aber auch natürlich auch zum Kühlen des Akkus, da dieser ja in einem gewissen Temperaturbereich bleiben sollte. Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Tipps, um da noch mehr rauszuholen? Sehr guter Punkt. Natürlich gibt es da ein paar ja, Dinge, die man anders machen kann, um noch den einen oder anderen Kilometer rauszukitzeln. Zum Beispiel kann man, wenn man von zu Hause wegfährt, das Auto vorheizen. Dann nimmt man den Strom sozusagen nicht aus der Batterie, sondern aus der Steckdose, aus der Ladestation. Wenn man die Kabine aufheizt, kann man natürlich auch sagen, man stellt eine höhere Temperatur ein, aber dafür die Lüftungsstufe auf eine niedrige Stufe, das heißt weniger Umwälzung, aber höhere Temperatur aus den Düsen, das spart auch ein bisschen.
und dass man die Sitzheizung mit benutzt, denn diese benutzt elektrisch weniger Energie, aber heizt natürlich subjektiv auch auf. Das zweite Thema ist die Rekuperation. Wie ihr wahrscheinlich wisst, kann Energie nicht vernichtet, sondern nur umgewandelt werden. Normalerweise beim Bremsen geschieht das eben durch die Bremsbacken, die das in Hitze umwandeln, in Wärme. Hier nimmt man sich die Rekuperation zugute. Das heißt, der Motorgenerator kann nicht nur antreiben, sondern auch Energie zurückgewinnen. Also wie beim Dynamo beim Fahrrad, wenn man den dazuschaltet, merkt man, dass man natürlich stärker strampelt, aber dafür eben ein Licht hat. Die Stärke, wie stark oder mit wie viel Leistung die Energie zurückgewonnen wird, kann eingestellt werden. Also hier kann man zwischen D+, D minus und D minus minus aussuchen. Das heißt, auf der Autobahn ohne Verkehr werde ich natürlich eine niedrige Rekuperation wählen, damit es mich nicht so stark abbremst. Und bei einem dynamischen Verkehr, zum Beispiel in der Stadt oder wenn ein Vordermann in der Nähe vor mir ist, dann will ich natürlich bereit sein, abbremsen zu können, das heißt eine starke Rekuperation. Wie wird das hier im EQV implementiert? Hier gibt es eine automatische Rekuperationsstufe, das heißt, das Fahrzeug wählt selber aus, wie stark rekuperiert wird, mit Hilfe von Radardaten, das heißt, es wird geschaut, ob ein Fahrzeug vor mir ist und wie nahe es ist, Kameradaten, um Geschwindigkeitsschilder zu erkennen und auch Navi-Daten. Zum Beispiel will ich bei einem Gefälle natürlich die Motorbremse nutzen, also in dem Fall dann eine starke Rekuperation. Zum Thema Laden kann man sagen, es gibt generell zwei Möglichkeiten, einmal mit Wechselstrom AC und einmal mit Gleichstrom DC. Der Unterschied liegt darin, mit was für einer Leistung man laden kann, also wie viel Strom im Moment sozusagen durch das Kabel in das Fahrzeug gelangen kann. Bei einem normalen Kraftwechselstrom, 3x16 Ampere, wären das ungefähr 11 Kilowatt, aber bei sogenannten Schnellladestellen, die mit Gleichstrom laden, kann das bis zu 150 oder das neueste Schnellladen mit über 300 Kilowatt geschehen. Das geht wesentlich schneller. Beim Kabel, genauer gesagt beim Stecker, gibt es auch Unterschiede. Einerseits gibt es den klassischen Typ 2 Mennekes Stecker, der schaut so aus. Und zwar, wenn man sich fragt, was die ganzen Anschlüsse hier sind, sind das einerseits hier die drei Phasen, 1, 2, 3, ein Neutralleiter, der Schutzleiter und zwei Kontroll- und Kommunikationsleitungen. Das heißt, hier wird übermittelt, mit was für einer Stromstärke man laden kann, also das Fahrzeug sagt das. Und der andere Anschluss ist dafür da, dass das Fahrzeug eben generell mit der Ladestation kommuniziert und auch sagen kann, dass die Verbindung okay ist. Beim schnellen DC-Laden hat man beim Stecker hier zwei Kontakte, eben einen für den Plus- und einen für den Minuspol und natürlich den Schutzleiter und die zwei Steuerleitungen. Wenn man jetzt zum Beispiel mit Wechselstrom laden würde, also zum Beispiel mit so einem Kabel hier, gibt es natürlich im Fahrzeug selber einen Inverter. Das heißt, der Wechselstrom wird dann zum Gleichstrom gewandelt, um die Batterie zu laden. Wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause laden würde, gibt es noch spezielle Komplettsysteme. Das heißt, hier sieht man den ganz normalen Kraftanschluss, wie man ihn zu Hause vielleicht hat, 400 Volt. Und hier sozusagen das Steuergerät, welches den Ladestrom regelt. Die verbaute Batterie ist ein Lithium-Ionen-Akku. Ich bin jetzt gerade direkt drüber, weil die ja im Boden verbaut ist. Die verbaute Kapazität sind 100 Kilowattstunden, also der gesamte Akku hat 100 Kilowattstunden. Das entspricht ungefähr 285 Amperestunden. Nutzbar davon sind ca. 90 Kilowattstunden. Und weil man ja von einer Hochvoltbatterie redet, ist die Nominalspannung bei ungefähr 350 Volt und vollgeladen bis zu 400 Volt. Ja, was wiegt das Ganze? Das ganze Batteriepaket wiegt um die 700 Kilogramm. Okay, 700 Kilogramm klingt jetzt ziemlich intensiv. Ja, guter Punkt. Natürlich in diesen 700 Kilogramm, das ist ja das gesamte Paket. Das heißt, da ist eine sogenannte Crash-Struktur inkludiert und Anbauteile. Crash-Struktur natürlich für den Fall, falls mal etwas passieren sollte, dass eben der mechanische Schutz da ist, dass die Batterie nicht nackt da liegt sozusagen. Und die Anbauteile, wie zum Beispiel ein Räumschild, so nennt man das, das einfach, ja, es ist ein Stahlschild unter der Batterie, wie so ein Unterbodenschutz, der eben vor Steinschlag schützt und die Batterie sozusagen von unten gegen mechanische Einflüsse schützt. Ja, oft ein Thema Verschleiß. Kann so eine Batterie eigentlich altern? So ein Akku kann auch altern, je nachdem, wie man ihn behandelt. Also
wie die Ladezyklen ausschauen sozusagen. Generell, wenn man in einem Bereich bleibt von 10 bis 80%, also nicht jedes Mal bis 100% lädt oder auch natürlich nicht bis 0% fährt, tut das natürlich den Akku zugute und hält damit auch länger. Beim EQV gibt es etwas, das heißt Batteriezertifikat, das kann man sich wie so eine Art Garantie vorstellen, dass eben die ersten 8 Jahre oder 160.000 Kilometer die Kapazität nicht unter 70% fällt. Wenn man sich jetzt fragt, was ist denn eigentlich für ein Motor verbaut? Es ist eine sogenannte Asynchronmaschine, die eben die Vorderachse antreibt, 204 PS und 362 Newtonmeter. Das Drehmoment kommt dem Fahrzeug auch zugute, eben die Masse muss ja auch angetrieben werden. Generell bei den Motoren kann man zwischen Asynchron- und Synchronmaschinen unterscheiden. Es gibt dann noch andere Typen, aber das sind die häufigsten zwei. Das sagt eigentlich nur aus, wie der Rotor, also das bewegte Teil, sich mit dem erzeugten Magnetfeld bewegt. Im Synchronmotor ist es eben synchron zum Feld und im Asynchronmotor würde er immer nachlaufen. Ist jetzt ein bisschen technischer, aber einfach nur als Information. Wirkungsgrad, wie gesagt, 80%, ein Verbrenner hat eher zwischen 30 und 40%. Und wenn man sich jetzt fragt, ist jetzt eine Asynchronmaschine besser oder eine Synchronmaschine? Ja, alles hat Vor- und Nachteile. Es gibt Hersteller, die beides verwenden, einen Typ an der Vorder-, einen den anderen an der Hinterachse. Ja, je nachdem, was für eine Strategie gefahren wird, das hat natürlich Auswirkungen, wie kompakt so ein Motor sein kann. Preis ist auch ein Faktor, aber je nach Anforderung kann der eine oder andere besser geeignet sein. Ja, kleines Fazit von mir als Verbrennerfahrer sozusagen. Ich kann es echt empfehlen, mal E-Autos zu Probe zu fahren. Es ist einfach ein ganz anderes Feeling an sich. In Bezug zum EQV kann ich echt sagen, auch unabhängig vom Elektroantrieb, für Shuttle-Dienste, Premium-Shuttle-Dienste natürlich, oder auch Großfamilien, die als ganze Familie sozusagen reisen möchten, ist so ein Fahrzeug sehr, sehr zu empfehlen. Wie gesagt, man kann das Ganze umstellen, die Sitze konfigurieren, wie man möchte. Man hat wirklich sehr viel Platz von vorne nach hinten. Da braucht man fast schon eine Sprechanlage dafür. Und in Bezug zur E-Mobilität, ich muss ehrlich sagen, ich mag Verbrennerfahrzeuge einfach vom Fahren her, das ist klar. Wie gesagt, ich schraube gerne, ich fahre sie gerne. Aber solche E-Fahrzeuge sind einfach eine Klasse an sich. Ich finde, man sollte das gar nicht mal so sehr vergleichen mit Verbrennern. Man hat einfach den Faktor, dass man einerseits ein zukunftssicheres Fahrzeug hat. Also natürlich angenommen, dass die Infrastruktur von den Ladesäulen natürlich ausgebaut wird und dass an der Technologie weitergearbeitet wird, was auch jetzt gerade geschieht. Kleine Analogie, den eigenen Sprit kann man sich nicht herstellen, aber zum Beispiel, wenn man eine Solaranlage hat und dann in der Garage über Nacht parken und laden kann, ist das natürlich eine feine Sache. Ja, dann gibt es noch ein Thema, was meiner Meinung nach derzeit noch ein bisschen undurchsichtig ist und das ist der Kostenvergleich pro Kilometer, also Verbrenner zu Elektro, da die Strompreise einfach sehr, sehr variieren. Ja, wie kann das sein? Der Haushaltsstrom wird ja ungefähr mit 25, 30 Cent pro Kilowattstunde abgerechnet. Bei den Ladesäulen ist das aber anders. Manche Ladesäulen rechnen nach Zeit ab. Das heißt, egal wie viel Leistung ich abzapfe von dieser Ladestation, rechnet der einfach nach Stunde ab zum Beispiel. Dann gibt es wiederum andere Säulen, die nach echter Kilowattstundenanzahl sozusagen abrechnen. Ein weiterer Faktor sind dann sogenannte, Abos, glaube ich, nennt sich das. Wenn man zum Beispiel Verträge abschließt, dass man eine gewisse Grundgebühr zahlt, wenn man jetzt zum Beispiel sehr häufig laden würde, aber dafür einfach der Kilowattstundenpreis geringer ist. Du hast erwähnt, dass der Haushaltsstrom 25, 30 Cent die Kilowattstunde kostet. Ist es bei den Ladestationen nicht so? Ja, guter Punkt. Es ist bei den Ladestationen nicht so. Je nachdem kann der Preis eben variieren. Die kleineren Ladestationen sind natürlich nicht so viel teurer, wenn man sagt, ja, 30, 40, 50 Cent die Kilowattstunde. Bei den Schnellladestationen ist es natürlich anders. Da geht man bis zu 70, 80 Cent die Kilowattstunde. Ja, wenn man jetzt sagt, wieso soll ich jetzt mehr zahlen für die gleiche Energie? Ja, man kann das Ganze nicht so vergleichen. Natürlich lädt man bei der Schnellladestation viel schneller, 100 bis zu 110 Kilowatt bei diesem Fahrzeug, wogegen man zu Hause zum Beispiel auch mit einer 400 Volt Kraftsteckdose mit 16 Ampere pro Phase nur 11 Kilowatt abrufen kann, also ein Zehntel. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch ein Elektrofahrzeug zuzulegen, würde ich das sehr, sehr gerne wissen. Schreibt das unten in die Kommentare und besonders mit was für Themen ihr euch beschäftigt habt oder wieso ihr euch so eins zulegen möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr up to date bleiben wollt, klickt unten auf Like, abonniert den Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hey Mercedes!
Was kann ich für dich tun? Erzähl mir einen Witz. Sagt das Schaf zum Rasenmäher, meh, sagt der Rasenmäher, du hast mir gar nichts zu befehlen.